Hallo und herzlich willkommen hier zu dieser Ausgabe von Let's Play World of Tanks live. Heute mit einem Panzer, den ich selber echt cool finde. Ich habe ihn auch schon mal live sehen dürfen, in Fahrt sogar. Also nicht nur im Stehen, sondern in der Bewegung. Und das ist schon beeindruckend, dem Tiger 1. Ja, der Tiger 1 hier in dem Fall 7er Top-Tier. Das ist schön, da gibt es nichts zu mäkeln daran. Und ja, ich muss sagen, also wie gesagt, den da live zu sehen, war schon beeindruckend. Für alle, die das nicht bei mir gesehen haben auf dem Kanal, ich habe damals den in Bovington gesehen und habe davon auch einen Vlog gemacht. Und in dem Vlog ist der zu sehen. Also von dem her, wer das noch nicht angeschaut hat, gerne meinen Vlog von Bovington reinziehen. Da seht ihr den nochmal. So. Mal schauen, was wir hier so reißen können. Ich mag den Panzer aufgrund, dass er eine sehr gute, ansprechende Kanone hat. Sehr genau. Und man auch in den richtigen Momenten auch mit dem Panzerung gut was anfangen kann. Aber sie ist jetzt auch nicht so easy. Also man kann jetzt, das kann jetzt nicht, also ich sag mal so, ein Russ ist leichter zu spielen. Das muss man ganz klar sagen. Und aber gerade weil so ein Deutscher ein bisschen schwieriger ist, finde ich ihn irgendwie auch dann im Gesamtpaket ein bisschen stimmiger, lustigerweise. So, mal schauen, was da so kommt. Da ist noch nichts. Mal schauen, ob der KV da oben was aufdecken kann. Aber sieht hier gespenstisch ruhig noch aus. Jetzt sind natürlich auch 4 TDs, 5 TDs. Die sind natürlich in der Regel passiver. Als wenn jetzt unglaublich viele Heavys hier am Start wären. Das ist natürlich schon einmal ein Punkt. So. Der erst hatte ja schon mal leiden müssen. Und jetzt lädt er länger nach als ich. Also von dem her kriegt er nochmal einen. So. Immer nur auf die Arti aufpassen. Ja, wusste ich's doch. Jungs, kommt doch rum. So, nochmal einen. Und einen braucht er noch. Die Arti nervt schon wieder. Also ich muss gerade schon sagen, ich schaff's in jedem Spiel, dass mich die Arti so unglaublich stresst. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. So, zerstört. Und ich will noch nicht hier so hochfahren. Ja, wusste ich's doch. Unglaublich. Also ich werde die letzten Spiele von der Arti gefokust in einer Manier, die wieder mal ganz kurios ist. Deswegen freue ich mich umso mehr, wenn sie denn auf ist und ich darauf schießen kann. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. So, Arti hält hier weiter rein. Muss ich langsam mit meinem HP-Pool aufpassen. Wahnsinn. Was da hier los ist. Die TDs. Sowas von passiv, sowas von campend. Unglaublich. Nur die Art hier hat richtig Spaß. Ich will jetzt aber auch nicht die Vorhut machen. Habe jetzt genug Hitpoints schon gelassen. Aber die AT nimmt uns natürlich peu à peu so ein bisschen raus. Nee, jetzt sehe ich sie nicht mehr. Ich hoffe ja mal, dass unser Team da oben mal pusht. Weil das passiert auch nicht.
Aber es läuft zumindest ganz gut bisher. Also einfach ein bisschen Geduld an den Tag legen, warten. Dann geht das schon. Steht natürlich ja gut, der sture Emil. Aber ich finde auch hier keinen Gegner. So, Nummer 1. Und Nummer 2 und weg ist er. So, unsere Art, die hält hier jetzt Gott sei Dank auch endlich mal rein. So, der brennt schön. Und jetzt rücken wir ein wenig vor. Und jetzt warte ich mal auf dich, mein Freund. So, leider war dann klar, dass nach dem Arti-Hit, ich hatte gedacht, beziehungsweise nicht nach dem Arti, nach dem T25, dass ich einen Hit abhalten dürfte und schaffen würde. Allerdings hat dann doch noch der T25 AT mich hier entdeckt. Ja, war ein bisschen knapp bemessen. Aber ich denke mal, dass unser Team jetzt gerade so gut steht, dass sie hier dann die Runde noch nach Hause bringen sollten. Aber naja, man kann sich auch täuschen. Man muss auf jeden Fall sagen, die Gegner-AT hat gut viel HP gekostet. Also die hat einen guten Job gemacht. So. Der hat auch schon einen Teamkill auf der Uhr. Der Crumble-B schaut. Oh nee. Der schaut nicht mal auf ihn. Jetzt nur die Frage, bis deren Arti hier. Ich glaube, deren Arti nimmt den hier raus. Wird am meisten Sinn machen. So, jetzt hat er ihn hier gut ketten können. Allerdings. Ja, leider nein. Oh ja, da hat der KV-1S noch gut nachgelegt. Hat sich jetzt aber hier nicht mehr, in keinster Weise, warum auch nicht, auf den sturen Emil mehr konzentriert. Und jetzt hat es der Chiri gar nicht leicht. Ja, jetzt vielleicht kommt er. Ah, oh, schade, jetzt muss er nachladen. Nur eine Frage, bis die Arti wieder auch mal ihr Übliches probiert? Du hast so viel HP, mein Freund. Du kannst von allen noch einen abknabbern. Oder mach mal unsere Arti mal was. Ich verstehe das nicht, was unsere Arti gefühlt. Also Gegner-Arti, tolles Match. Unsere Arti bis jetzt noch nicht so in Erscheinung getreten, dass ich sage, Gott sei Dank, aber jetzt hat es endlich mal geschafft, mal hier einen Gegner rauszunehmen, der auch wichtig war. Da hinten ist noch der sture Emil. Ich glaube nicht, dass sich der da weit bewegt hat. Chiri hat es verstanden, das ist immer sehr, sehr schön, dass das nicht irgendwie ausgelegt wird als Unsinn, sondern wirklich einfach nur als Unterstützung und als Teamhilfe. Da ist der Emil, da ist der Emil, da ist der Emil. Komm schon, mein Freund, komm schon. Ati dürfte nicht drauf kommen. Das ist schon mal. Aber du hast 900 Hitpoints. Ich verstehe das nicht. Was will er denn die Hitpoints sparen?
Der hat so viel Hitpoints noch. Naja. Macht's halt die Arti. Also das ist der Punkt, was ich bei World of Tanks so nicht verstehe, warum manche da so um ihre HP bemüht sind, die nicht zu verlieren. Also, man darf schon auch mal, man hat einen Panzer, man hat jetzt hier kein was weiß ich, Papierschiff, sondern einen Panzer, der wirklich Stahl hat. Dementsprechend kann man auch damit mal ruhig einen Treffer fangen. So, aber jetzt ist es vorbei und es ist doch noch zu einem Sieg gekommen und ich glaube, dass wir unterm Strich eine schöne Runde gefahren haben, zumindest vom Damage her und so war es absolut okay. Deswegen zweiter Klasse, ich bin ja mit meinen 2100 Schaden auf Platz 2 gekommen, beziehungsweise 2200 Schaden auf Platz 1 gekommen vom Schaden her. Also von dem her, absolut in Ordnung, 11 Schüsse, 10 Hits und 2200 Schaden. Ja. Dann danke ich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer